Herzlich willkommen bei Wein am Limit. Liebe Valinauten, schön, dass ihr dabei seid, auch im neuen Jahr. Ja, ich habe es gesagt, Ende des Jahres, denke ich mal, bei Sendung 500, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt fangen wir erstmal an mit unserem ersten Gast und ganz kurz, bevor ich zu unserem ersten Gast komme, alles Gute für euch, viele gute Weine, seid nett zueinander, lasst euch nicht reinziehen in blöde Gespräche. Über Wein kann man zwar streiten, muss man aber nicht, man sollte ihn erstmal trinken. Und der Mann, der euch vielleicht dabei helfen kann, das Richtige zu finden, der sitzt gerade neben mir und wir sind wirklich alte Freunde, kann man sagen, ganz, ganz alte sogar. Das ist Stefan Reinhardt. Moin. Moin. So, da hört man, der kommt ja aus dem Norden. Eben nicht. Aber du lebst hier bei Hamburg. Ja. Ne? Jo, das hört man schon. Genau, mehr muss auch nicht verraten. Nein, gut. Mehr kann auch nicht verraten. Okay, gut. Oh, ich verstehe schon. Der muss inkognito bleiben. Es gibt verschiedene Gründe. Ja, denke mal, das eine ist, um ihn richtig vorzustellen, wer ihn nicht kennt aus der Weinwelt, unter anderem für die FAZ schreibt er seit circa einem Jahr. Du hast die Kolumne vom Stuart Pickett übernommen, was ich auch echt toll fand, weil ich glaube, es gibt keinen besseren zurzeit. Danke. Ja, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Das nächste ist natürlich, hast du einen Job, der dich auch international ganz schön bekannt macht und dich auch rumkommen lässt. Das ist, du bist so für die Publikation E. Robert Parker. Sozusagen, Parker ist ja selbst nicht mehr da. Ja, das ist ein alter Titel, ne? E. Robert Parker gibt es schon lange nicht mehr. Also Robert Parker, Wine Advocate, so heißt der Titel heute. Ja. Genau, Bob ist Rentner seit letztem Jahr. Und genau, jetzt müssen wir ohne ihn auskommen. Und jetzt kommen wir mal so ein paar Sachen, was mich eigentlich heute mal interessiert. Wie wird man eigentlich Weinkritiker? Ich hatte neulich eine Veranstaltung in Berlin, da kam ein Herr zu mir und der hat gesagt, sagen Sie, verdienen Sie eigentlich Ihr Geld? Da habe ich gesagt, mit Saufen. In meinem Fall. Also das ist interessant. Also ich glaube, die Leute haben was sehr Abstraktes. Wie wird man Weinkritiker? Ich kann das gar nicht sagen. Also ich kann sagen, in meinem Fall war, man ist erstmal Theater- und Musikkritiker. Und ich bin da irgendwie reingewachsen. Das war gar nicht mein Ziel. Also über Wein zu schreiben schon, nachdem ich... ich habe früher für die Süddeutsche Theater- und Musikkritiken geschrieben. Und dann irgendwann einen Text über Champagne und er war so erfolgreich, also im Netz damals Süddeutsche Online oder wie das geheißen hat, SZ Online. Mhm. Und dann gesagt, hey, Reinhardt, das war so ein erfolgreicher Text, können wir nochmal einen haben? Mhm. Und dann musste ich auf einmal einen Weintext schreiben. Ja. Gut, ich habe im Handel gearbeitet ungefähr 10 Jahre. Als Student. Also hattest du ein bisschen peripheres Wissen? Genau, ich habe glaube ich 9 oder 10 Jahre im Handel gearbeitet, habe selber eine Filiale geleitet über Jahre und von daher habe viele Seminare gemacht, also wie das so ist als Neuling, man fuchst sich da so rein. Trinkt viel, wenn ich probiert viel. An der Stelle mal unterbrechen darf, ist ja häufig so, bei vielen Zeitungen habe ich manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, dass man einen hat in der Redaktion, ach, der trinkt gern Wein, ach, du bist der Weinschreiber. Das war so, auf Architekturkritiker oder so, du hast doch schon mal Wein getrunken. Genau. Kannst du mal was drüber schreiben, genau. Ich bin da irgendwie reingeschlittert. Ja. Und dann, ich hatte damals, glaube ich, noch, ich war an der Uni in München, hatte ich einen Vertrag, war also Lehrbeauftragter. Theaterwissenschaft. Wir fragen aber das nicht, braucht man alles das nicht. Alles das wir fragen man nicht, wie lange das her ist. Nein, das brauche ich. Ich glaube, ich habe einer der ersten Menschen, die ich kennenlernte, war Sommelier Luisa Jakob in meiner Zeit. Ja, du hast mir wirklich ein ganz tolles Stück über mich geschrieben. Das ist, glaube ich, auch sogar heute flimmert das noch irgendwo im Netz rum. Und da kommen wir nämlich jetzt zu der nächsten. Das fand ich wirklich bemerkenswert und ich weiß auch deine Leidenschaft. Das hatte ich auch, ich glaube, echt über die Jahre so. Es ist toll, deine Entwicklung zu sehen. Du bist dann einer der ersten deutschen Weinblogger gewesen. Also während die deutsche Weinblogger-Szene ja relativ tot ist, kann ich nur jedem wieder dazu ermuntern. Macht, schreibt mehr Leute, schreibt euch von der Leber. Seid nicht so oberlehrerhaft, schreibt aber das, was euch bewegt. Das ist toll, das können wir gebrauchen. Das braucht man, ich glaube, um einfach eine gute kritische Masse für guten Weinjournalismus zu haben. Und ja, das war damals, ich weiß nicht, gibt es das heute überhaupt noch? Blogs? Es gibt schon den einen oder anderen, aber leider nicht so professionell. Viele trauen sich nicht davon, dann zu leben. Ich habe, ja gut, wie war oder das damals? Du bist natürlich, also wie gesagt, ich bin ja in alles reingewachsen. Mhm. Aus einem Artikel ergaben sich alle weiteren und die SZ war natürlich damals ein gutes Startmedium. Ja. Klar, das wurde wahrgenommen und das war, genau, das war ein guter Titel. Mhm. Und daraus ergab sich alles weiter. Ich habe mich nirgendwo beworben. Das kam, die Anfragen kamen sogar im SZ-Büro an von der Welt am Sonntag damals. Krass.
und GQ und da, also ich habe dann ein breites Feld, aber alles wirklich gute Titel gehabt. Und Hab den Eindruck, dass es damals auch noch mehr Interesse an interessanten Themen gab. Also während ja heute die meisten Anfragen, die ich noch immer kriege, ich kriege immer auch noch Anfragen, ja, sind meistens immer, könnten Sie bitte mal wieder ein paar Discount-Weine beschreiben oder wollen wir mal eine Discount-Weinprobe machen? Also damals nur gegen Schmerzensgeld. Ich habe vor ein paar Wochen einen Glühweintest für die SZ gemacht und gesagt, was gibt es denn hier an Schmerzensgeld? Und ja, das ist mehr, ich hatte den Glühweingeschmack noch tagelang im... Ich finde, man muss Glühwein nicht testen, man sollte ihn trinken. Und man, ja, am besten ist, wenn er selbst gemacht ist. Ja, also habe ich noch nie selber gemacht. Glaube ich, lohnt sich. Ja, lohnt sich. Also, kann man schönen Wein mal nehmen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Das war also Arthur Landwein. Vielleicht findet man das ja sogar noch. Nee, das ist auf Pause gelegt. Also seit jetzt 15 Jahren liegt das sozusagen nicht hinter der Bezahlwand, aber ich glaube, ich habe das Passwort vergessen. Lehnt euch schon mal alle zurück. Wir besprechen auch die Weine, aber jetzt, ihr merkt, wir fangen ganz tief in der Vergangenheit an. Und dann kommen wir also vom Arthur Landwein, weiß ich. Dann hast du ein Buch geschrieben damals und das hast du gemeinsam mit Stuart Piggott. Ich glaube, das war ein wichtiges Buch für dich. Über deutsche Weine. Das war Weine. Ein wichtiges Buch über Weine aus dem deutschsprachigen Raum. Ja. Ganz wichtig. Und das ist lustigerweise so entstanden. Wir waren damals, ungefähr 2004 muss das gewesen sein, 2005, etwas unglücklich über die journalistische Szene in Deutschland. Es gibt irgendwie keine Publikation, wo man das schreiben kann, wo man den Leuten auch was zumutet. Also man hat ja nicht nur Leser, die irgendwie sich keine Mühe machen wollen oder uninteressiert sind und einfach nur ein bisschen lesen wollen, was soll ich als nächstes für ein Chablis kaufen oder was für ein Chianti. Also nicht nur Blümchensex. Ja, genau. Sondern einfach, wo kommt das eigentlich her? Wie denken die Leute? Was machen die? Und für mich war ja Wein, ich sehe das ja immer als ich meine, Theaterwissenschaft studiert, ich habe am Theater gearbeitet. Mhm. Sagen wir mal, ich komme von einer kulturellen Ecke dieser Welt und Wein war für mich jetzt nicht, auch ist nichts anderes übergeblieben oder ich wollte da nicht mehr Theater machen, sondern ich habe gesagt, diese Welt ist gar nicht so weit weg von da, wo ich eigentlich beruflich war. Mhm. Und ich fand das erstmal landschaftlich alles wunderbar. Die Winzer, die Guten, die haben auch alle was zu erzählen. Mhm. Und du merkst, dass das ist für sie ein Lebensauftrag. Ne? Das ist nicht irgendwie, ich mache hier Wein, weil Cola ist schon besetzt, sondern das ist für sie einfach ein Ausdruck von Landschaft ins Glas zu bringen. Und das hat mich schon fasziniert und die Gespräche sind schon interessant, dann, die man führt, weil die denken sich ja was dabei. Wobei wir dich unterbrechen darf, wir haben ja zwei, ich glaube schon zwei Teile in der Weinproduktion. Das eine ist ja die Industrie, da unterhält man sich dann wahrscheinlich wieder mit Industriellen oder mit Leuten, die, und dann haben wir eben die Winzer, über die wir glauben, oder die du jetzt meinst, das sind glaube ich die Leute, die wirklich an einem Stück Land hängen. Und also das konnte ich war ja immer freischaffend bis heute, also ich konnte mir es immer aussuchen, über was, ich wollte natürlich über das schreiben, was ich, da sind interessante Geschichten dahinter. Ja. Natürlich ist eine interessante Geschichte vielleicht auch ein großer industrieller Betrieb oder so, aber mich hat das nie so gereizt. Aber wenn man jetzt für ein Branchenblatt schreibt oder so, gehört das natürlich dazu. Das war nicht das, was mich vom Theater oder von der Uni weggeholt hat, also sondern Passion. Ich wollte da schon Schweiß, Blut und Tränen mit dabei haben und nicht nur Excel-Tabellen oder so. Und es hat alles seine Berechtigung, nur faszinierend tun mich eben andere Weine. Ne? Und und ich hatte den Luxus mehr gesagt, okay, ich schreibe über diese. Das sind meine Geschichten. Also Freiheit heißt das auch ein bisschen. Genau, also das ist mir sowieso ganz wichtig, eben diese Freiheit im Kopf und dann auch eben das zu schreiben, was du denkst, ist interessant. Und mir ging es ja auch, das habe ich glaube ich aus dem Handel mitgebracht, da hattest du ja direkt mit Menschen zu tun, die sich für Wein interessiert haben. Und je nachdem, wie die in den Laden kamen, merktest du ja schon an den ersten Schritten, ob es Leute waren, die sich auskennen oder nicht. Die kommen in den Weinladen und sagen, ja, wie kann ich helfen? Ja, ich suche einen Wein. Klar, kommen in den Weinladen, suchen einen Wein. So, dann weißt du, okay, du fängst hier ganz vorne. Du fängst hier, ja, pass auf, das war tatsächlich die nächste Frage. Ja. Du weißt aber sofort immer, wo du die Leute abholst. Ne? Ah. Und du bist mit ihnen im Gespräch und dann haben wir alles geöffnet, mal probieren und dann suchst du ihre Geschmacksrichtung so ein bisschen. Und das fand ich immer wichtig zu wissen, wo holst du die Leute ab und womit kannst du sie begeistern? Was sind die Geschichten, die sie interessieren? Und das habe ich dann einfach gesagt, okay, ich mache den Weinjournalismus so, wie ich im Handel gearbeitet habe. Also mit anderen Worten, den Kunden im Blick. Ja, absolut. Ja. Immer. Also womit kann ich ihn locken oder wofür kann ich ihn interessieren? Ja. Und das waren eigentlich immer die Geschichten,
die sie interessiert haben. Weil Geschmack ist ja letztendlich, das kannst du gar nicht beeinflussen. Ne? Entweder schmeckt es ihm ja oder nein. Ich sage ja nicht, der ist noch nicht so weit, wir fangen mal erst anders an. Was interessiert denn die Leute? Könntest du mal ein, zwei Sachen nennen heute? Was würdest du sagen? Heute bin ich ja nicht mehr direkt am Mann oder an der Frau. Ne? Ja. Aber du schreibst natürlich, du publizierst. Ja, natürlich. Aber die stelle ich mir dann vor. Und irgendwie stelle ich mir halt immer noch die Leute so vor wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre, wo ich im Handel, oder über 20 Jahre. Also erstmal, wo der wächst, wie man, du musst es einfach in den, ich sag mal, kulturellen Kontext stellen. Mhm. Das wird dann schon interessant. Ja. Und, dass die Leute sagen, oh, wenn sie dir zuhören, weißt du, das ist interessant. Und dann verstehen die, je mehr du über einen Wein weißt oder über die Region, du trinkst den dann anders. Mhm. Wenn du weißt, der kommt vom Atlantik, dann, und der hat dann, und du sagst den, du hast einen joligen Geschmack oder hatte, denk mal an Muscheln, das riecht doch danach, oder? Du willst Wein trinken. Ich seit gestern Abend. Seit heute Morgen. Nichts mehr gehabt. Ich verstehe, aber du fährst, also ich glaube, die Kunst ist, Bilder zu erzeugen im Kopf. Ja, oder Gefühle, musst sie irgendwie in was reinversetzen. Bilder im Kopf und Kontext ist wichtig, glaube ich. Jetzt sind wir aber immer noch nicht, also jetzt habe ich gesagt, du hast dieses Buch geschrieben, du hast eine journalistische Karriere. Wie wird man denn jetzt einer, ich meine, mit der Publikation von Parker ist es nach wie vor so, der Weinadvokat ist international die angesehenste, da gibt es natürlich noch zwei, drei andere Organisationen, die auch sehr... Die ist vor allen Dingen für anscheinend, also was ich immer höre, ist wirklich für den Handel in den USA, auch Kanada, die wichtigste, mit Abstand. Und Asien, die wichtigste. Asien, Russland, auch in Skandinavien, das staune ich immer, die haben so gute Weinleute, Autoren, Kritiker. Dass ich immer denke, die brauchen uns nicht. Ne? Na, aber ihr seid aber das gibt, auch, glaube ich, und das respektieren die. Ja, also ich glaube, es gibt eben und auch losgelöst von Parker. Das ist ja, ich meine, Bob hat seit 3 Jahren keinen Wein mehr beschrieben. Und trotzdem heißt es immer noch, Parker war bei uns oder wir haben Parker-Punkte. Ja. Ist, natürlich, wir vergeben Parker-Punkte, aber wir sind natürlich längst losgelöst. Vergessen viele. Viele haben es doch gar nicht, die wissen doch gar nicht, dass der Bob Parker gar nicht mehr verkostet. Genau, also seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr. Ne? Und der hat ja damals ja schon angefangen, ein Team zusammenzustellen, David Schildknecht oder Rovani, Galloni heute, das war ja sein Team. Das waren damals 3, 4 Leute, das hat sich nach und nach vergrößert, heute sind wir 10. Ja. Wir haben einen, der Asien macht, also die Weinwelt ist halt auch größer und bunter und komplizierter geworden. Und wir können es auch mit 10 Leuten nicht alles abdecken. Also überleg mal, meine Region, die ich alle habe, du kannst gar nicht überall in 12 Monaten hinkommen. Ne? Deutschland, Champagne, Elsass? Also machen wir die Deutschsprache, fangen wir im Osten an. Deutschland, Schweiz, wobei die Schweiz zwar ein 15.000 Hektar Land ist, aber wahnsinnig kompliziert. Trotzdem jeder Kanton ist ein Weinbaugebiet, dann ist die Unterregion. Das ist kompliziert, dann hast du 3 Kulturen, deutschsprachige Schweiz, die romanische Schweiz und die italienische Schweiz. Mhm. Das sind irgendwie auch, du hast alpine Weine, du hast mediterrane Weine, du hast Rheinweine. Also das ist schon komplex, du musst viel reisen, viele Berge dazwischen. Österreich grenzt, du hast dann Weine aus Slowenien auch mit dabei, du hast Weine Ungarn, das grenzt ja nicht aus. Wenn du Blaufränkisch machst, ist es fast töricht, dann nicht irgendwie auch mal was aus den Nachbarländern dazu zu nehmen. Gerade über die Grenze sind einige gute Lagen. Ja, ist so. Ja. Und ich meine, früher war alles KUK-Monarchie, es war sowieso ein Kulturraum. Und ich sag mal, von Rust nach Türkei, da ändern sich nur die Rebsorten. Die Böden auch, aber die Stilistik der Weine, von daher ist es immer blöd mit Grenzen ziehen. Ja, absolut. Also Österreich ist für mich eben nicht nur Österreich, sondern das franzt weit aus. Und was habe ich gesagt? So, dann gehen wir in Deutschland, habe ich gesagt. Dann rein, andere Seite, Elsass. Ja. Großer Fan vom Elsass. Ja. Ich liebe diese Weine, Riesling vor allen Dingen. Und mehr und mehr Pinot Noir. Das finde ich, das wird der nächste heiße Scheiß. Ja, aber das finde ich total spannend. Sorry, dass ich unterbreche. Aber genau das ist es, weil ihr seid ja in euren Bereichen, ihr seid ja relativ häufig dort. Ihr verkostet viel, auch wenn nicht alles. Das sagst du ja schon. Aber selbst ich als sogenannter Fachmann, ich muss sagen, für mich ist meine Schublade bei Elsass stehen geblieben, bei Pinot Noir, das meistens nicht interessant ist. Hätte ich das gewusst, dass ich heute hier bin.
Ja. Hätte ich was mitgebracht. Aber ich will damit nur sagen, also deswegen finde ich es so wichtig und deswegen glaube ich auch, das ist ein cleveres System, dass ihr mittlerweile 10 Leute seid, weil ich kenne einige von deinen Kollegen, das sind wirklich fantastische Fachleute. Ja, ja. Ich höre mir das gerne an. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja auch nicht die Idee. Ne? Es geht sich um Input und Inspiration, kann ich ja mal versuchen. Ja. Man muss das nicht mögen. Auch ein Wein, den ich 95 Punkte gebe oder 6, ist egal. Das ist halt meine Bewertung an diesem Tag, in diesem Kontext, wo ich den Wein hatte. Genau. Also ein 95 heißt so viel wie, oh shit, probiert das mal, das ist wirklich gut. Ne? Mhm. Und das müssen die Leute nicht mögen. Aber wie das ist, so habe ich das ja auch gemacht als Leser von Weinjournalen. Du hast die Kritiker, mit deren Palette, mit deren Gaumen du was anfangen kannst, genau. Oder wo du sagst, ist eher nicht meine Stilistik. Aber ohne das zu verurteilen. Das ist einfach, okay, it's not my taste. Ne? Ja. Und mancher Kritiker hat sich ja auch weiterentwickelt oder auch geändert vielleicht in seiner Reise ja selbst. Auch. Wahrscheinlich ändern wir uns ständig. Okay. Genau. Überleg mal mit Natural Wine oder so, als das kam. Entweder, ich meine, man muss das nicht mögen, aber du musst dich dem zumindest öffnen. Ja, unbedingt. Und du musst es probieren und du musst auch dann heißt es, du musst auch einen Zugang dazu finden. Und das musst du mit jeder neuen Region, die du machst. Mhm. Ne? So, dann habe ich die Loire. Genau, die Loire noch und das ist halt schon verdammt groß. Ne? Das ist ein großes 75.000 Hektar. die kann ich nicht alle probieren. Ja. Und die Loire ist also hunderte von Kilometern von Nantes nach Zentralfrankreich. Da bist du schon ein paar Wochen unterwegs. Wie suchst du denn die Weingüter aus? Oder kommen die zu dir? Oder musst du auf irgendeiner Basis? Ja, wo ich nie mich darum kümmern musste, weil du wirst sofort angeschrieben, ist Champagner. Die haben wirklich Druck, was zu verkaufen. Mhm. Für die ist auch viele Leute, die in keinem Führer sind. Also da kam pro Woche immer 10 Anfragen. Was müssen wir tun, wir hätten gerne eine Bewertung. Also das waren wir eben auch schon mal kurz. Wir brauchen eine Bewertung, wir brauchen Parkerpunkte, ansonsten gehen wir in Kanada nicht, geht gar nichts ohne Parkerpunkte. Und in den USA, und jetzt rede ich nicht von den Küsten, aber viele der Importeure, die das ja in alle Staaten vertreiben, für die ist das wichtig und und viele sagen mir, bitte, bitte, wir brauchen Punkte, sonst, wir haben Interessenten, aber ohne Parker nehmen wir nicht. Nur das ist, Wahnsinn. Mir tut das dann leid, weil ich kann nicht alles probieren. Ich habe eine Riesenregion oder Regionen, also ein Riesenareal von Champagner habe ich Anfang des letzten Jahres an William abgegeben, Kelly. Der ist erst 30, aber der Typ hat es total raus. Okay, der Wahnsinn. Der macht die Leber noch fit. Das glaube ich nicht. Also ich wünsche es ihm. Alles aber ich glaube, er hat eher eine Leber von einem 60-Jährigen. Wahrscheinlich. Also der trinkt auf ganz, ich glaube schon seit Kindesbeinen. Also was der für ein Repertoirewissen hat, Burgund und so, das ist wirklich der Irrsinn. Und ich halte ihn für einen großartigen Kritiker. Also man muss Koryphäe sein, um eigentlich bei Parker mitschreiben zu dürfen, muss man Koryphäe sein. Und das hast du unter Beweis gestellt, denke ich mal. Du bist ja irgendwann gefragt worden. Ich bin gefragt jetzt, worden, ich wollte das noch wissen, wie er jetzt geworden ist. Haben die dich angeschrieben und gesagt, hallo Herr Reinhardt, wir haben irgendwie was Tolles von Ihnen gelesen, kommen Sie mal Die haben sich lustigerweise vorgestellt. Hallo, dürfen wir uns vorstellen. Das ist auch krass. Robert Parker und woher machen den Wine Advocate seit 1978. Und sagen, oh yes. und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich der Weinwelt, ich wollte zurück in den Kulturbereich. Ach. So, ja, es war wirklich der Moment, ich war bei Vinum weg und habe gedacht, komm, du gehst wieder mehr in den Kulturbereich. Theater oder so. Das war dabei, mich umzuorientieren und du schreibst zwar in Zukunft immer noch ab und an über Wein, aber nicht mehr hauptsächlich. Ne? Und in diese Überlegung kam auf einmal dieses Mail aus Maryland, aus Monk. Ne? Und das war von himself, also und das jetzt entre nous. Und dann liest du das und dann sagst du, entre nous, Scheiße. Du sagst Scheiße. Wow. Weil du wolltest eigentlich weg. Ja, und dann jetzt kommt ausgerechnet er. Ausgerechnet er kommt jetzt und fragt, ob du für ihn arbeiten willst. Ja, verstehe. Ne? Und dann sagst du, jetzt wolltest du doch gerade weg, aber das kannst du ja nicht ablehnen. Ne? Das ging auch nicht. Und es war zumindest ein neuer Reiz. Klar, und wenn du, ich sag mal, wenn du ein paar Wochen oder Monate als Freier keine Einnahmen hast, musst du erst wieder irgendwo bei Null wieder anfangen. Ne? Ja. Dann ist das schon ein reizvolles Angebot natürlich. Ne? Wir machen eine kurze Pause. Wir machen Pause. Ja.